Das, Rekruten, ist ein 20 Kilo Ein... Es tut mir leid, Sir, aber Sie müssen... Es ist schon ein paar Jahre her, seit ich das letzte Mal hier war. Die Sicherheit scheint strenger gehandhabt zu werden. Nach dem Angriff der Geth wurde das Sicherheitsprotokoll überarbeitet. Es gab kleinere Veränderungen, um das Risiko einer Infiltration durch die Geth... Was soll die Scheiße? Ausschalten! Was? Glauben Sie ernsthaft? Ja, okay. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeit, Ma'am. Unsere Scanner zeigen falsche Werte an. Sie scheinen zu glauben, Sie wären... tot. Vor einigen Jahren war ich mal als im Einsatz vermisst gemeldet. Würden Sie sich bitte bei meinem Captain melden? Er kann Sie in unserem System wieder aktivieren. Er ist direkt hinter den Scannern auf der rechten Seite. Sie müssen ihn schon ein bisschen zum Schreien bringen. Er wird Ihnen nichts erzählen. Ja? Ich sehe das Problem schon, Commander Shepard. Meine Konsole behauptet, Sie wären tot. Befürchten Sie nicht, dass ich eine Schwindlerin bin und meine Identität... Wir haben die besten Scanner der ganzen Galaxie. Uns reicht für einen DNS-Test eine Hautschuppe. Verdammt! Wenn Sie unregistrierte Genmodifikationen haben, finden die sogar das raus. Ihr Sergeant sagte, Sie könnten mir da behilflich sein. Normalerweise müssten Sie zunächst von der Sicherheitsverwaltung der Station Ihre IDs reaktivieren lassen. Dann zum Zoll und zur Einwanderungsbehörde, um die Citadel betreten zu dürfen. Anschließend vermutlich ein Ausflug zum Finanzamt. Ein Jahr tot ist eine beliebte Ausrede bei Steuerflüchtigen. Aber wie ich sehe, sind Sie eine vielbeschäftigte Frau. Was halten Sie davon, wenn ich einfach diesen Knopf hier drücke und wir betrachten die Sache als erledigt? Das wäre großartig. Fertig. Sie können gehen. Sie sollten trotzdem mal rauf ins Präsidium gehen. Der Rat wäre bestimmt daran interessiert, dass einer seiner verschollenen Spectres noch am Leben ist. Captain Hannah Shepard hat angeblich den Admiralstern abgelehnt und bleibt Commander der Urizaba. Sie erklärte, ihre Beförderung zum Admiral sei ein politischer Schachzug und sie könne das Vermächtnis ihres Kindes am besten dadurch ehren, dass sie ein Schiff befehlige. Grüße, Erdenclan. Hier stehen viele ausgezeichnete Schiffe zum Verkauf. Mit nur minimalen Gebrauchsspuren. Irashimas! Und sowas geht hier als Nahrung durch? Schon mal Ramen probiert? Auf der Erde sind sie eine Delikatesse. Jetzt auf Video. Die gekürzte Fassung von Francis Kitts preisgekrönter Hamlet-Inszenierung. Shepard, willkommen zurück unter den Lebenden. Ich war nicht sicher, ob Sie meine Nachricht erhalten haben. Es ist lange her, Captain. Der aktuelle Titel lautet Admiral. Ich wurde befördert und bin jetzt Odinas oberster Berater. Ich bin froh, dass Sie da sind, obwohl ich darauf gehofft hatte, dass der Rat bei diesem Treffen ebenfalls anwesend sein würde. Ich habe mit Odina gesprochen, aber der hört mir grundsätzlich nicht zu. Seit er den Sitz im Rat hat, glaubt er, aus seinem Arsch würden die Sterne rausleuchten. Der Rat braucht jemanden wie Sie, wenn etwas vorangehen soll. Ich bin nicht sicher, ob mein Magen stark genug wäre, um ständig durch diese ganze politische Scheiße zu warten, Shepard. Andererseits, schlimmer als mit Odina konnte es gar nicht kommen. Ihn interessieren nur seine guten Beziehungen zum Rest des Rats. Um die wirklichen Probleme will er sich gar nicht kümmern. Was hatten Sie erwartet? Ich weiß nicht, aber hin und wieder sollte er mir einfach zuhören. Wozu ist ein Berater gut, wenn man alles missachtet, was er sagt? Ich weiß noch immer nicht, warum ich herkommen sollte. Es wird seit Ihrer Rückkehr viel geredet. Manches davon ist offen gestanden ein wenig beunruhigend. Ich wollte Ihnen Gelegenheit geben, Ihre Handlungsweise zu erläutern. Vielleicht brächten Sie den Rat dazu, die Dinge aus Ihrer Perspektive zu sehen. Sie haben den vorherigen Rat beim Angriff der Sovereign auf die Citadel sterben lassen. Man ist der Ansicht, die Interessen der Menschheit wären Ihnen stets wichtiger als die Belange der Galaxie.
Die Gerüchte über Ihre Zusammenarbeit mit Cerberus waren dabei auch keine Hilfe. Was machen Sie eigentlich da draußen? Cerberus scheint die einzige Gruppierung zu sein, der unsere vermissten Kolonisten etwas bedeuten. Die Kolonisten haben mein Mitgefühl, Shepard. Aber sie sind hinaus in die Terminus-Systeme gezogen, um sich von der Allianz loszusagen. Wir können sie nicht beschützen. Aber sie können es. Zumindest versuchen sie es. Und ich habe das Gefühl, dass hier noch mehr vor sich geht. Die Reaper sind wieder auf dem Vormarsch, aber nicht über die Geth, sondern über die Kollektoren. Sie stecken hinter den verschleppten Kolonisten. Die Kollektoren? Das hatten wir nie in Erwägung gezogen. Es gibt kaum Daten darüber. Sie schienen immer nur eine Randbedrohung zu sein. Wenn sie nur eine Tarnung für die Reaper sind, wäre das ein Hammer. Aber selbst das reicht womöglich nicht aus, um den Rat aus seiner Lethargie zu holen. Odina und die anderen waren die letzten 2 Jahre damit beschäftigt, sich einzureden, dass die Reaper gar nicht existieren. Ich habe versucht, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Aber das wollen sie gar nicht. Es ist viel praktischer, die Sovereign einfach als Kriegsschiff der Geth zu betrachten. Aufgeben sieht Ihnen gar nicht ähnlich, Anderson. Ich habe nicht aufgegeben. Aber ich muss realistisch bleiben. Ich bin nur ein Berater. Ich halte Ihnen den Rücken vor dem Rat und der Allianz frei. Das dürfte nicht schwer sein, solange Sie in den Terminus-Systemen operieren. Anderson, wir müssen reden. Shepard, was machen Sie denn hier? Kurze Stippvisite, um zu sehen, wie es Anderson geht. Das dürfte wohl kaum alles sein. Ich muss sofort mit den anderen Ratsmitgliedern reden, damit klar ist, dass ich mit Ihrem Hiersein nichts zu tun habe. Sie wissen doch, dass Sie sich weigern, den Commander zu treffen. Und zwar aus gutem Grund, wie Sie wissen. Es könnte zu ernsthaften politischen Konsequenzen kommen. Anderson, ich erwarte Sie in meinem Büro, sobald Was Sie... Was für ein Arsch. Ich wollte Sie nicht in Schwierigkeiten bringen. Nur keine Sorge. Sobald Odina sich beruhigt hat, wird ihm klar, dass er mich braucht. Außerdem gibt es keine offizielle Aufzeichnung unseres Gesprächs. Und Odina wird bestimmt dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Wenn ich gefeuert werde, stellen die Leute Fragen. Also behalte ich meinen Job. Und der ganze Dreck wird einfach nur unter den Teppich gekehrt. Wie ist es Ihnen in den letzten Jahren ergangen? Die Arbeit für Odina ist nicht das, was ich mir für meinen Lebensabend vorgestellt hatte. Manchmal habe ich das Gefühl, ich würde ständig mit dem Kopf gegen eine Wand rennen. Die Wahrheit über die Sovereign zu kennen, ist eine große Belastung. Ein Albtraum. Ich kann schon verstehen, warum andere es nicht glauben wollen. Aber ich weiß, wie wichtig es ist. Also versuche ich es weiter. Ich gehe jetzt besser. Natürlich, Shepard, ich verstehe. Ich würde gern mehr für Sie tun, aber wenn Sie was zu besprechen haben, finden Sie mich immer hier. Aber tun Sie mir einen Gefallen und seien Sie vorsichtig. Haben Sie schon Galaxy of Fantasy ausprobiert? Ich liebe dieses Spiel. Die Story basiert auf der turianischen Mythologie, aber es macht wirklich Spaß. Soll angeblich mittlerweile 11 Milliarden Spieler haben. Willkommen zurück, Shepard. Ihr letzter Besuch auf der Citadel war vor 2 Jahren. Die Promenade des Sakera-Bezirks bietet gehobene Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten. Das ist vorerst alles. Danke, dass Sie sich für Irvina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.